Geh mir weg mit dieser Zuckerwatte. Die ist ja viel zu süß. Die verbrauchen eine Menge Strom hier. Ob wir all das wirklich bis zum Jahr 2050 zu 80% mit erneuerbarer Energie versorgen können? Wir müssen ja sicherstellen, dass hier nicht plötzlich alles dunkel wird. Eine Kirmes ohne Strom ist nur der halbe Spaß. Da hast du recht. Stromnetzplanung ist wichtig. Deshalb erstellen die Netzbetreiber regelmäßig einen Szenariorahmen. Darin schätzen sie in mehreren Varianten ein, wie sich Erzeugung und Verbrauch in Zukunft entwickeln. Wie? Das machen die Netzbetreiber alles alleine? Nein. Entscheidend ist die Prüfung und Bestätigung der Szenarien durch die Bundesnetzagentur. Schau mal, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Die Wahrsagerin ist auch gar nicht da. Egal. Wenn sie kommt, kann sie dir noch mal aus der Hand lesen, dass du die richtige Frau fürs Leben gefunden hast. Na, dann schauen wir doch mal in unsere Energiezukunft. Wie viel Strom wir in den nächsten Jahren brauchen, hängt nämlich von vielen Faktoren ab. Denn keiner weiß schon heute, ob wir in Zukunft alle E-Autos fahren oder stromsparende Geräte benutzen. Der Strom, den wir verbrauchen, muss aber erst erzeugt werden. Wo genau und in welcher Menge Strom produziert werden kann, ist ein wichtiger Bestandteil des Szenariorahmens. Da kommen auch die Speichermöglichkeiten ins Spiel. Sie sind wichtig, vor allem wenn die Sonne scheint und der Wind gleichzeitig weht. Dann wird mehr Strom erzeugt, als wir vielleicht verbrauchen können. Die verlustarme Speicherung von Energie ist heute eine der technisch größten Herausforderungen. Stimmt, denn je besser die stark schwankenden Energien aus Wind und Sonne gespeichert werden können, desto weniger müssen wir auf konventionelle Energien zurückgreifen. Richtig. Auch der Stromhandel ist hier wichtig. Denn wenn wir zu viel oder zu wenig Strom haben, können wir dies durch den Handel mit unseren Nachbarn ausgleichen. Dazu müssen wir unser Stromnetz verstärken. Da müssen die Übertragungsnetzbetreiber aber eine zuverlässige Glaskugel haben, wenn sie all diese Faktoren für die Zukunft einschätzen wollen. Selbst die beste Wahrsagerin hätte ihre Probleme damit. Deshalb werden mehrere Szenarien erstellt, die verschiedene Energielandschaften der Zukunft abbilden. Das macht Sinn. Ein Szenario für die nächsten 10 Jahre könnte sein, dass die erneuerbaren Energien langsamer ausgebaut werden und konventionelle Erzeuger wie Kohle- und Gaskraftwerke noch länger bestehen bleiben. Du hast recht. Das könnte ein Szenario sein. Ein anderes könnte so aussehen, dass wir über Wind, Sonne und Biomasse und zum Beispiel Gaskraftwerke mehr Strom erzeugen, sodass wir weniger Kohlekraftwerke brauchen. Die Zukunft könnte aber auch noch ganz anders aussehen. Es ist auch möglich, dass wir einfach weniger Strom verbrauchen. Glaubst du wirklich? Ja klar, könnte doch sein. Alles ist möglich. Die Übertragungsnetzbetreiber erstellen den Szenariorahmen und legen ihn der Bundesnetzagentur vor. Auch wir können uns zum Szenariorahmen äußern. Denn unsere Meinungen sind wichtig für die Prüfung der Bundesnetzagentur. Das schaffen die ganz ohne Wahrsagerin. Auch besser so. Und unsere Wahrsagerin kann jeden Moment kommen. Lass uns lieber schnell gehen, bevor die merkt, dass ihre Glaskugel nur noch unsere Energiezukunft zeigt.